In unserer ersten Studienarbeit beschäftigen wir uns mit der Farbe Rot. Um genau zu sein, mit einem kühlen Rot. Wie macht man ein Rot heller, ohne dass es gleich rosa wirkt? Wie macht man die Farbe dunkler? Damit sie nicht zu einem Braun wird. Alles, was Sie in dieser und den nächsten Studienarbeiten über die Farbe Rot lernen, wird Ihnen helfen, diese Farbe in Zukunft richtig zu gebrauchen. Und natürlich nicht nur bei Blumen. Denken Sie zum Beispiel auch an roten Stoff oder rote Dinge und Gegenstände. Sie sehen hier das Bild bereits im Werden. Beginnen wir mit der Vorzeichnung. Die können Sie gut erkennen und Sie sehen auch, dass sie sehr präzise ausgeführt ist. Eine gute Vorzeichnung ist die halbe Miete. Gewöhnen Sie sich bitte von Anfang an präzises Arbeiten an. Je präziser Ihre Vorzeichnung ist, desto genauer lässt es sich arbeiten und desto mehr Zeit spart man am Ende durch das Suchen von Linien, die man vergessen hat. Oder durch Korrekturen, falls man doch daneben lag. Ich habe drei Farben auf meiner Palette. Einmal, und das ist meine Hauptfarbe, Cadmiumrot. Dann Krapplack. Und Cadmiumgelb. An den Stellen, an denen meine Tulpe etwas heller ist, mische ich ein ganz kleines bisschen Cadmiumgelb ans Rot. Das hält die Farbe auf, ohne sie zu zerstören. Sie sehen das gut an den vorderen Blütenblättern. Dort, wo die Blütenblätter etwas dunkler sind, mische ich Cadmiumrot mit Krapplack. Damit dunkle ich mein Rot ab. Alle anderen Bereiche der Blütenblätter werden mit reinem Cadmiumrot gemalt. Wie Sie sehen, halte ich die 1-mm-Regel ein. Sie haben bereits darüber gelesen. Versuchen Sie bitte nicht, den Pinsel am Rand oder an der Kante anzusetzen. Das ergibt oftmals unschöne Anhäufungen von Farbe. Realistische Malerei zeichnet sich durch sehr glatte Oberflächen aus. Lassen Sie also 1 mm Platz. Und wenn Sie eine Kante oder einen Rand malen wollen, dann nehmen Sie mit dem Pinsel etwas Farbe von Ihrer gemalten Fläche auf. Und ziehen diese Farbe bis zum Rand. Und so wird tamponiert. Für das Tamponieren benutzt man in den meisten Fällen einen Katzenzungenpinsel. Die Größe des Pinsels richtet sich nach der Fläche, die tamponiert werden soll. Ist die Fläche klein, dann nimmt man natürlich auch einen kleinen Pinsel. Je größer die Fläche, desto größer ist auch der Pinsel. Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der realistischen Malerei ist Dimension und Tiefe. Aus diesem Grund werden Dinge, die sich im Vordergrund befinden, stets etwas heller dargestellt als Gegenstände, die sich im Hintergrund befinden. Auf unsere Tulpen übertragen. Die linke Tulpe liegt eindeutig vor der mittleren Tulpe. Für die mittlere Tulpe legen wir daher die Schattenbereiche mit einem noch dunkleren Rot an. Und zwar aus einer Mischung von Cadmiumrot, Krapplack und Lasurbraun. Die helleren Bereiche malen wir dieses Mal mit reinem Cadmiumrot. Fügen Sie bitte kein Gelb hinzu.
Vielleicht noch eine kleine Nebenbemerkung. Dieser ganze Prozess hier ist die Untermalung des Bildes. Wenn Sie andere Farben verwenden als die von uns empfohlenen, dann wird Ihre Untermalung wahrscheinlich anders aussehen. Möglicherweise deckt Ihre rote Farbe nicht so gut. Der Untergrund scheint dann noch stellenweise durch die Farbe. In dem Fall lassen Sie die Tulpe, wie sie ist. Es wäre falsch, wenn Sie versuchen, mangelnde Deckkraft durch dicke Schichten Farbe zu kaschieren. Lassen Sie das Bild ein paar Tage trocknen und dann wiederholen Sie die Untermalung. Solange, bis vom Untergrund nichts mehr zu sehen ist. Für die Lichtreflexe auf den Tulpenblättern verwenden wir die Auswaschtechnik. Und die funktioniert so. Tauchen Sie einen kleinen Katzenzungenpinsel oder Flachpinsel in Terpentin. Streichen Sie den Pinsel am Glasrand gut ab, damit er nicht tropft. Und dann waschen Sie mit dem Pinsel etwas von der gemalten roten Farbe wieder weg. Folgen Sie mit Ihren Pinselstrichen der Wuchsrichtung des Blattes. Und waschen Sie den Pinsel immer wieder aus. Sobald sich Farbe im Pinsel ansammelt, funktioniert diese Technik nicht mehr. Hier können Sie die ausgewaschenen Stellen gut sehen. Und wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie auch bereits, dass die linke Tulpe etwas heller ist als die mittlere. Nur um einige Nuancen. Der Farbunterschied darf nicht zu groß sein, sondern muss sehr subtil sein. Und auch hier wird die Farbe wieder mit Terpentinöl ausgewaschen.
Wenn Flächen nach dem Tamponieren noch fleckig wirken, dann kann man sich wie folgt behelfen. Man nimmt einen größeren Katzenzungenpinsel. Die Größe des Pinsels hängt natürlich von der zu malenden Fläche ab. Dafür muss man ein wenig Gefühl entwickeln. Und mit der Zeit entwickeln sich auch persönliche Vorlieben. Mit dem trockenen Pinsel streicht man vorsichtig in Malrichtung die fleckigen Stellen ineinander. So lange, bis die Flecken verschwunden sind. Wenn Sie jetzt in diesem Stadium der Untermalung schon sehen, dass Ihr Bild vielleicht an einigen Stellen zu dunkel oder zu hell geworden ist, dann lassen Sie es so. Versuchen Sie nicht zu korrigieren. Sie werden in einem späteren Arbeitsschritt auch genügend Möglichkeiten haben, Ihre Licht- und Schattenbereiche zu justieren und die richtigen Farben für Ihre Tulpen zu wählen.
auch für diese Tulpe beschränken wir uns. Wie bei der mittleren. Auf die eher dunklen Rottöne. Verwenden Sie also bitte kein Gelb, sondern nur Cadmiumrot für die hellen Stellen. Und Krapplack mit ein wenig Cadmiumrot für die nicht ganz so dunklen Schatten. Für die Dunkelstirnschatten mischen wir wieder ein wenig Cadmiumrot mit Krapplack und Lasurbraun. Unsere Untermalung für die Blütenblätter ist nun beinahe fertig. Sie haben nun gelernt, wie man kalte Rottöne mischt. Wie man sie heller macht. Und wie man die Farbe abdunkelt. Merken Sie sich diese Farbmischungen. Oder legen Sie sich ein kleines Notizbuch an, in dem Sie Ihre Farbmischungen notieren können. Dann haben Sie sie stets bei der Hand.